Rein. Guten Tag, Doktor. Sie sind pünktlich. Wann sind Sie angekommen? Wie war der Flug? Angenehm. Gute Fernsicht über den Alpen. Und das Wetter in Rom. Besser als hier? Das Wetter in Rom ist immer besser als hier. Ich hab ihn. Genau, was Sie suchen. Italiener, Deutscher? Deutscher. Lebt aber schon seit 25 Jahren in Rom. Was macht er? Arbeitet ab und zu bei Cinecittà. Schauspieler? Ein kleiner. Vom Aussehen her ein Glücksfall. Er saß 2-3 Mal im Gefängnis. Ein bisschen Rauschgift, ein bisschen Autodiebstahl. Ein kleiner Ganoven. Aber sehr sympathisch. Bisschen leichtsinnig halt. Die Mischung, die wir suchen. Haben wir ihn in der Hand? Keine Sorge. Weiß er, was wir von ihm wollen? Noch nicht. Er kommt heute mit dem Zug um 10.12 Uhr. Achtung, auf Gleis 11 fährt ein der D286 aus Rom. Planmäßige Ankunft 10.12 Uhr. Der Zug endet hier. Hallo, Dottore. Ich war gespannt, ob Sie wohl Wort halten dürfen. Wie Sie sehen, bin ich gekommen. Das ist der Herr, von dem ich Ihnen gesprochen habe. Herr Kolowski. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja. Ganz meinerseits. Sie wollen mir eine Rolle anbieten. Was für eine Rolle ist es, Herr Kolowski? Sprechen wir erstmal von der Gage. 1 Million. Bitte? Dottore, Sie machen Witze. Das ist kein Witz. Ach, ein Film? Das ist kein Film. Ja, aber was soll ich denn spielen? Ein Mann, der Sie nicht sind. Sie heißen Gregor Wegmüller, sind 33 Jahre alt. Ihr Vater heißt Joachim Wegmüller und ist vor 3 Jahren in Rom gestorben. Sie sind sein einziger Sohn. Sie werden von einem deutschen Nachlassgericht eine Nachricht erhalten, dass Sie Ihren Onkel beerben werden, einen gewissen Arnold Wegmüller. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wer soll ich sein? Gregor Wegmüller, der nach München gebeten wird, um sein Erbe in Empfang zu nehmen. Und dieser Gregor Wegmüller? Ist so tot, wie sein Vater tot ist. Was den deutschen Behörden nicht bekannt ist. Und auch nicht bekannt werden wird. Dafür ist gesorgt. Hören Sie! Einmal Gefängnis reicht mir! Ich habe keine Lust, das nochmal durchzumachen. 1 Million. Und Sie gehen kein Risiko ein. Kein Mensch wird Ihre Identität anzweifeln. Was Sie wissen müssen, bringe ich Ihnen bei. Darüber muss ich erst nachdenken. Nein. Und wenn ich Nein sage? Dann wird man in Ihrer Wohnung Rauschgift finden. Das ist Arnold Wegmüller, der Mann, den Sie beerben werden. Dieser Mann hat 2 Brüder, einer davon ist dieser Mann. Sehen Sie sich das Bild genau an, denn es ist Ihr Vater, der sich mit seinem Bruder nicht verstand. Die Gründe spielen für uns keine Rolle. Muss ich das nicht wissen? Arnold Wegmüller war ein Despot. Er hat seine Brüder aus dem Haus geekelt, in dem sie alle groß geworden sind. Ihr Vater. Wie war sein Name? Sie haben den Namen schon gehört. Sie sollten sich jetzt jedes Wort einprägen. Wie heißt Ihr Vater? Na, wie heißt Ihr Vater? Joachim Wegmüller?
Er ist vor 25 Jahren nach Italien gegangen und hat jede Beziehung zu seinem Bruder abgebrochen. In Rom hat er ein Übersetzungsbüro aufgemacht und schlecht und recht gelebt. Seine Frau starb vor 8 Jahren, er selbst vor... Na? Vor wie vielen Jahren starb ihr Vater? Wir haben schon darüber gesprochen. Vor 3 Jahren. Hier sind alle Ihre Unterlagen, Ihr Leben betreffend, Ihre Ausbildung, Ihren Beruf. Lesen Sie es durch und lernen Sie es auswendig. Sie trinken zu viel. Diese Frau hat Sie als Kind gekannt. Bis zu Ihrem 8. Lebensjahr haben Sie im Haus Ihres Onkels gewohnt. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und diese Frau, die Haushälterin Ihres Onkels, Anna Hilferding, ist in der Zwischenzeit über 60 Jahre alt. Wir können also annehmen, dass Ihr Erinnerungsvermögen nicht mehr das Beste ist. In diesem Haus haben Sie als Kind gelebt. Sehen Sie sich an. Hier sind die einzelnen Zimmer. Ihres ist genau bezeichnet. Sie durften sich daran erinnern. Und noch etwas. Das hier ist Ihre Cousine. Die Tochter des 2. Bruders, den Arnold Wegmüller gehabt hat, der ebenfalls jede Beziehung zu ihm abgebrochen hat. Sie erbt auch. Sie werden sie kennenlernen. Keine Sorge. Ihr hattet nie Verbindung miteinander. Sie hat allerdings mit ihnen ihre Kindheit im Hause ihres Onkels verbracht. Als Kinder habt ihr zusammen gespielt und daran müssen sie sich erinnern. So, jetzt haben sie alles, was sie wissen müssen. Wie heißt sie? Ruth Wegmüller, sie ist 3 Jahre jünger. Wird sie nicht in der ersten Sekunde merken, dass ich nicht ihr Vetter bin? Auf diese erste Sekunde müssen Sie eben genau vorbereitet sein, sodass sie gar nicht erst auf den Gedanken kommt. Lernen Sie jetzt Ihre Texte. Spielen Sie die Rolle Ihres Lebens. Und machen Sie das Geschäft Ihres Lebens. Und noch eins. Verlassen Sie nicht das Apartment. Ja, was halten Sie von dem jungen Mann? Ich bin sehr zufrieden. Wir haben da eine gute Wahl. Wir? Er darf nicht abspringen. Das kann er nicht. Und er weiß, dass er nicht kann. Wie hieß Ihre Mutter? Maria Anna. Die war klein, schlank, hatte dunkle Haare, braune Augen. Sie hatte sich als Kind einmal den Arm gebrochen. Der war seitdem etwas schief. Humor. Sie hatte viel Humor. Sie sang gern. Es wurden Feste gegeben, auf denen sie sang. Mein Vater begleitete sie auf dem Klavier. Ihr Vater? Er neigte zum Jähzorn. Er liebte den Alkohol. Er wechselte häufig seine Stellung. Er war alles andere als ein Kaufmann. Sie rauchen zu viel. Erinnern Sie sich noch an das Haus, in dem Sie die ersten Jahre Ihres Lebens verbracht haben? Ja, da war ein Zimmer mit einem Kamin und auf dem stand eine Uhr mit einem Läutwerk und ein Schiff. Nein, eine Flasche, in der sich ein Schiff befand. Der Name der Haushälterin? Anna Hilferding. Hilferding, wie nannten Sie sie? Tati. Was wissen Sie noch von Ihrer Cousine? Als ich einmal ein Kinderfahrrad geschenkt bekam, nahm sie es mir weg. Haben Sie noch eine Vorstellung von Ihrer Cousine? Sie hatte lange Zöpfe. Wovor haben Sie Angst? Um meine Cousine. Ach was. Sie ist so wie Sie ein Kind gewesen. Woran soll sie sich erinnern? Sie spielen ihre Rolle vor Gericht und Anwalt und bekommen den Erbschein. Damit ist der Fall ausgestanden. Erlauben Sie mir eine Frage. Welches Erbe tritt Gregor Wegmüller an? Ihr Onkel besaß eine Maschinenfabrik, die ihren Wert hat. Ihr Anteil ist ihm genannt worden. 1 Million für eine Rolle, die sie nur ein paar Wochen lang zu spielen haben. Womit ich auch zufrieden bin. Was Sie nicht vergessen sollten. Gregor Wegmüller, Gregor, Gregor, Gregor. Arnold Wegmüller.
Anna Hilferding. Tati, Tati, Tati! Arnold Hegmüller. Wegmüller. Wegmüller? Welcher Wegmüller? Arnold Wegmüller. Und wer sind Sie? Hallo. So reden Sie doch. Er lebt. Anna. Kann ich jetzt endlich essen? Bitte, was sagten Sie? Du hörst da immer schlechter. Ich fragte, wann das Essen endlich auf den Tisch kommt. In 5 Minuten. Beeil dich. Ich habe noch einen Termin. Wir hatten noch abgemacht, Sie sollen das Apartment nicht verlassen. Wollen Sie Schwierigkeiten machen? Nein. Nein, nein. Sie fahren zurück nach Rom. Dort warten Sie, bis Sie angerufen werden. Hier ist Ihr neuer Pass. Ja? Was gibt's, Ari? Wo ist das? Welche Verletzungen hat er? Er wurde erschossen. Die Anwohner haben die Polizei verständigt, weil sie einen Schuss gehört haben. Nur einen? Nur einen. Wisst ihr schon, wer der Mann ist? Ja, der Bild hat die Papiere. Arnold Wegmüller, 63 Jahre, wohnt gar nicht weit von hier, 500 Meter. Ja. Sag mal, die Autoscheiben sind unversehrt. Ja. Also, wie es aussieht, wurde das Fahrzeug angehalten, wie wissen wir noch nicht. Der Täter hat die Tür aufgerissen und geschossen. Hat nur einen Schuss abgegeben. Ja, wir wurden nicht gehört. Herr Wegmüller ist ermordet worden. Keine 500 Meter von diesem Haus entfernt. Sagen Sie, Sie sind die Haushälterin? Ja. Ihr Name? Anna Hilferding. Wer ist Herr Wegmüller? Was macht er? Er ist Kaufmann. Er ist Inhaber einer Maschinenfabrik. Werkzeugmaschinen. Ist er verheiratet? Hat er Frau, Kinder? Nein, nein. Er war mal verheiratet, aber das ist 20 Jahre her. Ist er geschieden? Nein, nein. Seine Frau ist verstorben. Und Kinder gibt es nicht. Dann lebt er allein in dem Haus hier, ja? Ja. War er auf dem Weg hierher? Kommt er eigentlich immer um dieselbe Zeit? Er legt immer großen Wert auf Pünktlichkeit. Und wenn er nach Hause fährt, nimmt er dann immer denselben Weg? Ja, ich denke ja. Kann ich mich setzen? Ja, aber natürlich setzen. Wissen Sie, der Grund dieser Frage ist, fühlte er sich bedroht? Bedroht? Nein. Was sollte ihn denn bedrohen? Wenn man ihn bedroht hätte, er hätte es ganz sicher nicht ernst genommen. Warum nicht ernst genommen? Weil er keine Angst hatte. Auch? Von nichts, von niemandem. Das war seine Art. Tja, Frau Hilferding. Herr Wegmüller ist aber auf offener Straße erschossen worden. Und so wie es aussieht, war dieser Mord geplant. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Herrn Wegmüller umzubringen? Wissen Sie, Herr Wegmüller war nicht sehr beliebt. Nicht sehr beliebt bei wem? Bei niemandem. In seiner Firma nicht.
Nirgendwo war er beliebt. Er war sehr streng, sehr unfreundlich. Er hatte nicht die Begabung, Menschen für sich einzunehmen. Weil er niemanden mochte, mochte man auch ihn nicht. Ja, das verstehe ich schon. Sagen Sie, Frau Hilferding, hat Herr Wegmüller, hat der Verwandte, die benachrichtigt werden müssen? Er hat zwei Brüder, mit denen er sich nicht verstanden hat. Seit 25 Jahren ist der Kontakt völlig abgerissen. Wo die jetzt leben, ich weiß es nicht. Einer ist, glaube ich, nach Italien gezogen. Ich wollte damit sagen, ein normales Ende, das hätte zu diesem Mann nicht gepasst. Man hört nicht viel Gutes über ihn. Von Ihnen vermutlich auch nicht. Na, was für ein Mann war er denn? Ein Despot. Dann hatte er viele Feinde, nicht wahr? Die hatte er sicher. Und ganz bestimmt in diesem Betrieb. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, dass man einen Menschen nicht mag. Kein Grund, jemanden gleich umzubringen. Aber hier finden Sie den Mörder sicher nicht. Ja, ich bin geneigt, ihm recht zu geben. Arnold Wegmüller war auf dem Weg nach Hause und wird angehalten. Schon das wird angehalten? Ja, wie denn? Ich meine, das ist ja nicht so einfach. Das ist ja doch irgendwie auch mit Schwierigkeiten verbunden, für die der Täter aber eine Lösung hat. Er öffnet die Wagentür und schießt. Nur einmal. Da gibt es keine unkontrollierten Affekthandlungen mehr, Harry. Das ist... Das ist wie eine Hinrichtung. Ich bin seit Jahren der Anwalt von Herrn Wegmüller, aber ich habe es nicht ganz leicht gehabt mit ihm. Mhm. Ein schwieriger Klient, ein etwas unverträglicher Mensch. Was nehmen Sie an? Wer hat ihn erschossen? Tja, keine Ahnung. Kommt keinen Schritt weiter. Tja, ich werde Ihnen auch nicht helfen können. Sie fragen nach dem Testament? Ja. Erben sind die Brüder Walter Wegmüller. Walter? Ja, und Joachim Wegmüller. Joachim Wegmüller. Die beiden erben zu gleichen Teilen. Es war sehr schwer, sie ausfindig zu machen. Und jetzt kommt es... Die beiden leben gar nicht mehr. Erben sind die Nachkommen. Die Nachkommen, die gibt's? Ja. Und die leben noch? Ja. Walter Wegmüller hat in Frankfurt gelebt. Mhm. Er hat eine Tochter, Ruth Wegmüller. Ruth, 30 Jahre alt. 30. Was ist sie? Ah ja, angestellt in einem Architekturbüro. Mhm. Sonst keine Angehörigen? Nein. Was ist mit dem anderen Bruder? Joachim Wegmüller ist vor 25 Jahren nach Italien gegangen. Er hat einen Sohn. Gregor Wegmüller, der heute, wie alt ist er? 33 Jahre alt und von Beruf Fremdenführer. Ein schöner Beruf. Und da hat er in Rom auch sicher sein Auskommen. Ja, und die beiden jungen Leute sind benachrichtigt. Ja. Tja, viel konnte ich Ihnen wohl nicht helfen. Nee. Herzlich willkommen, Fräulein Wegmüller. Danke. Bitte, kommen Sie. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, danke, ging alles gut. Wo sind Sie untergekommen? Auch in so einer kleinen Pension. Das ist aber keine Unterkunft für Sie. Warum sind Sie nicht zuerst zu mir gekommen? Ich habe mir die Unterkunft genommen, die ich mir leisten kann. Sie können sich das beste Hotel der Stadt leisten. Wissen Sie erst, warum mein Onkel ermordet worden ist? Und von wem? Nein, Fräulein Wegmüller. Der Fall ist nach wie vor ungeklärt. Kein Täter, kein Motiv. Niemand hat eine Erklärung. Ja, Ihr Onkel hat ein Testament hinterlassen. Er hat als seine Erben seine beiden Brüder eingesetzt, beziehungsweise deren Nachkommen. Beide Brüder sind verstorben. Das einzige Kind des Walter Wegmüller sind Sie. Und Joachim Wegmüller, der andere Bruder, ist ja ebenfalls verstorben. Erbe ist sein Sohn Gregor. Keine weiteren Erben. Das Erbe wird also geteilt zwischen Ihnen und Ihrem Vetter Gregor. Und der Wert der Hinterlassenschaft wird geschätzt auf 50
bis 60 Millionen. Wann haben Sie Ihren Onkel zum letzten Mal gesehen? Ach, das ist über 20 Jahre her. Der dritte Bruder, Joachim Wegmüller, zog nach Italien. Hatten Sie oder Ihre Familie Kontakt mit ihm? Nein. Aber an meinen Cousin Gregor erinnere ich mich sehr gut. Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Gibt es das Haus eigentlich noch? Ja, das gibt es noch. Ich erinnere mich auch noch an eine Haushälterin. Ja, die ist noch da. Sie hat erwartet, dass Sie dort wohnen würden. Das Haus gehört ja jetzt Ihnen. Also wenigstens zur Hälfte. Tja, ich weiß nicht. Entschuldigen Sie, aber das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Was ich verstehe. Ein Vorschlag. Sie ziehen jetzt sofort um in ein erstklassiges Hotel. Sie können natürlich schon jetzt über jeden Betrag verfügen und suchen Sie Frau Hilferding auf. Die wartet auf Sie. Jetzt habe ich an das Kind gedacht, an das ich mich immer erinnert habe. Erkennen Sie mich denn wieder? Aber ja, die Augen sind es. Und die Art, wie Sie sich bewegen. Sie waren immer sehr lebhaft. Erinnern Sie sich noch an dieses Haus? Oh ja. Ach. Gut. Ja? Ich habe gerade Besuch. Das ist Oberinspektor Derrick, der den Mord an Ihrem Onkel untersucht. Das ist Ruth Wegmüller. Guten Tag, Fräulein Wegmüller. Guten Tag. Sind Sie heute angekommen? Ja, heute Morgen. Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Onkel ermordet wurde? Ach, erst vor ein paar Tagen und auch dann nur im Zusammenhang mit dem Testament. Ja, ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. Ich besorge noch etwas Tee. Oder lieber Kaffee? Wie Sie wollen, Anna. Vielleicht auch lieber Kaffee. Ich bin froh, wenn ich etwas zu tun bekomme. Ich bin völlig allein in diesem Haus. Ich hoffe, Sie ziehen hierher. Ich habe alles vorbereitet. Jetzt mache ich erst mal Kaffee. Sie hatten keinerlei Verbindung zu Ihrem Onkel? Überhaupt keine. Es gab keinen Briefwechsel. Es wurde nicht telefoniert. Nein. Die Brüder waren völlig zerstritten. Ich muss gestehen, ich habe selbst fast vergessen, dass ich einen Onkel habe. Und jetzt gehört mir sein Haus. Und ich habe eine Maschinenfabrik, mit der ich nichts anfangen kann. Davon verstehe ich doch überhaupt nichts. Tja, naja, ich würde mir da keine allzu großen Sorgen machen. Es haben sich ja schon Interessenten gemeldet, die Ihnen und Ihrem Vetter die Fabrik abkaufen wollen. Und sofort bezahlen, das müssen Sie sich mal überlegen. Das sind, ja, 60 Millionen in bar, sagt der Anwalt. Sie arbeiten, glaube ich, in einem Architekturbüro. Ja. Ja. Das ist gute Stellung. Ja, sehr gut. Ich bin sehr gerne da. Und Ihr Vater, als er starb, hat er Ihnen Vermögen hinterlassen? Oh nein, ich habe noch jahrelang an seinen Schulden bezahlt. Aber darf ich Ihnen jetzt meine Frage stellen? Natürlich, ja. Sie erkundigen sich doch so genau nach meinen Vermögensverhältnissen, weil ich von dem Mord an meinem Onkel profitiere. Ja. Natürlich, ja. Aber nur im Zusammenhang damit. Ja, klar. Der Erbe könnte der Mörder sein. Aber ich bin's nicht. Nein. Sicher nicht. Sie haben wohl kaum nachts auf offener Straße den Wagen Ihres Onkels angehalten, die Tür aufgemacht und ihn erschossen. Ist das so passiert? Mhm. Genau so, ja. Aber das Geld, das Sie erben, das könnte eine Rolle spielen. Hier komme ich mit dem Kaffee. Trinken Sie noch eine Tasse mit? Nein, besten Dank. So, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hole Ihren Mantel.
Danke. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wir haben noch 2 Minuten. Der Anwalt kommt. Bruno hat ihn gebeten, abgeholt zu werden, und er bringt die Cousine mit. Jetzt kommt der spannende Moment. Achtung, auf Gleis 11 fährt ein der D286 aus Rom. Planen Sie die Ankunft 10:12. Wir haben verabredet, dass Sie sich bei der Information melden. Ich erkenne ihn doch. Ich bin sicher, dass ich ihn wiedererkenne. Ich weiß nicht recht, also. Ganz sicher bin ich mir nicht. Bist du's? Rot? Ja, gut. Ich bin rot. Ja. Auf der ganzen Fahrt habe ich mich gefragt, ob ich dich wohl wiedererkennen würde. Ich war mir nicht sicher. Aber als ich dich dann sah, wusste ich ganz plötzlich, das muss sie sein. Das haben wir geübt. Er muss überfahren. Macht er doch sehr gut. Kommt kaum zu Hause. Und dein kleines Muttermal hast du immer noch. Daran erinnerst du dich. Aber natürlich. Ah, und das ist sicher... Rechtsanwalt Schönmeier. Freut mich, Herr Doktor. Und auch ich sage ganz herzlich willkommen. Wie war die Fahrt? Danke, sehr angenehm. Na, dann nehmen wir jetzt mal Ihr Gepäck und gehen zum Wagen. Schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Er macht das wirklich sehr gut. Guten Tag, wir sind ein bisschen spät dran, was? Ja. Er ist gerade angekommen. Was ist denn? Gregor Wegmüller, die Herren sind von der Kriminalpolizei. Oh. Guten Tag. Der Mord an Ihrem Onkel ist immer noch nicht geklärt. Wollen Sie jetzt und hier mit Herrn Wegmüller sprechen? Nein, nein. Wohin fahren Sie jetzt? Wir bringen ihn ins Haus. Es wäre ja unsinnig, ein Hotel zu nehmen. Ja, gut. Wir folgen Ihnen dann. Wer sind denn wir? Wir sind von der Polizei. Damit mussten wir rechnen. Kathi. So habe ich doch immer gesagt. Kathi. Jetzt bin ich wieder da, Kathi. Nach 25 Jahren. Gästezimmer. Kaminzimmer. Küche. Stimmt's? Stimmt. Fast unverändert. Stand da nicht immer eine Flasche mit einem Schiff darin? Gibt es die nicht mehr? Sie befindet sich jetzt im Arbeitszimmer. Ist ein Schiff in der Flasche? Ja, ich habe mich immer gefragt, wie ich da reingekommen bin. Erst jetzt merke ich, wie ich dieses Haus vermisst habe. In Rom hatten wir kein Haus, nur eine Wohnung. Viele Wohnungen. Uns ging es nicht besonders gut. Darf ich mal ins Arbeitszimmer? Ist es da? Ja, ist es noch. Hier hat er immer gesessen. Und wir alle
Angst vor ihm. Tati! Ich freue mich, dass ich hier bin. Dass ich dich wiedersehe. Dass ich Tati wiedersehe. Ich hatte Angst. Angst vor diesem Haus. Vor euch allen. Wieso Angst? Ich habe ziemlich mies gelebt in Rom. Aber irgendwie wusste ich, dass ich all das, woran ich mich so lange gewöhnt hatte, für immer hinter mir lassen würde. Da sind Sie ja. Unser Freund steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Setzen Sie sich doch. Okay. Kann ich mal Ihren Pass haben? Selbstverständlich. Danke. Sind nur ein paar Routinefragen, ne? Hatten Sie je Verbindung zu Ihrem Onkel? Überhaupt keine. Für mich war der Mann, der hier hinter diesem Schreibtisch gesessen hat, ein Gespenst. Und er ist es immer noch. Sagen Sie, hatte Ihr Vater Beziehung zu seinem Bruder? Nicht die geringste. Ja, also was wir wissen wollen, wo haben Sie in Rom gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo hat Ihr Vater gewohnt? Geben Sie uns alle Adressen, sowohl die Ihres Vaters wie auch Ihre eigene. Und dann, welchen Beruf übt Ihr Vater aus? Welchen Beruf üben Sie aus? Geben Sie uns die Anschriften der Arbeitgeber Ihres Vaters und der Arbeitgeber, bei denen Sie beschäftigt waren. Das können Sie alles haben. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Noch eine Frage, Herr Derrick. Ja? Wir haben morgen einen Termin beim Nachlassgericht. Der ist nicht gefährdet. Sieht nicht so aus. Du wohnst nicht hier? Nein. Ich wohne immer noch in der Pension. Warum? Es ist doch jetzt unser Haus. Und wir haben doch auch genügend Platz. Gut. Dann ziehe ich morgen hier ein. Das wäre schön. Allein? Allein käme ich mir hier doch etwas verloren vor. Ich war ja sehr gespannt auf das Wiedersehen mit dir. Ich meine, du hättest mir ja auch unsympathisch sein können. Aber das bist du nicht. Ruth? Kommst also morgen? Ja. Sie haben Ihre Sache übrigens sehr gut gemacht. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Bitte? Das Essen ist in einer halben Stunde. So, ich habe alle Unterlagen nach Rom geschickt. Zur Überprüfung brauchen die 2 bis 3 Tage. Sag mal, was hast denn du für einen Eindruck von dem jungen Wegmüller? Er macht einen guten Eindruck, er ist ein bisschen unsicher. Warum soll er nicht unsicher sein bei der plötzlichen Veränderung seiner Verhältnisse? Er lebt in Rom, schlägt sie als Fremdenführer durchs Leben und... Er weiß oder erfährt, dass er einen steinreichen Onkel in Deutschland hat. Komm, warum soll der denn nicht davon träumen, das Geld? Mein Gott, das Geld hätte ich gern. Können Sie auch kriegen, auf die einfachste Weise von der Welt, ja, ob das. Der Onkel muss ja nur eins tun, sterben. Stefan, du hast doch gefragt nach den Entlassungen in der Maschinenfabrik. Da ist eine dabei, die ganz schön spektakulär war. Einer der Manager wurde von heute auf morgen entlassen, vor die Tür gesetzt. Ein gewisser Kolowski.
Ein ganz fähiger Mann, der jedenfalls diese Form der Verabschiedung nicht verdient hat. Bitte, steigen Sie ein. Alles gut gegangen? Ja, sehr gut, sehr gut. Sie haben mich alle akzeptiert. Nur die Haushälterin machte eine merkwürdige Bemerkung. Sie sagte, ich hätte meine Sache gut gemacht. Das glauben Sie, woher wir die Einzelheiten haben? Alles, was Sie da zum Besten geben, verdanken Sie ihr. Was wollte die Polizei von Ihnen? Sie haben mir eine Menge Fragen gestellt. Über Rom, über meinen Vater, über mich. Ich glaube, Sie werden sich ganz genau erkundigen. Machen Sie keine Sorgen, das ist alles abgesichert. Wann ist der Gerichtstermin? Ein paar Tage. Die Cousine? Oh, sie ist ganz reizend. Ich meine, es gibt da keine Probleme. Ich habe immer noch das Gefühl, als ob ich träume. Aber es ist ein schöner Traum. Du bist Fremdenführer in Rom? Ja, aber nicht immer. Es ist ja nicht immer Saison. Ja, klar. Ich hab gar nicht dran gedacht. Hast du nie einen anderen Beruf? Ich habe vieles versucht. Eigentlich wollte ich Schauspieler werden. Ja, Schauspieler. Ich habe sogar mal eine Prüfung gemacht, aber sie haben mir gesagt, ich hätte kein Talent. Also ich hätte bestimmt keins. Sag, wie war denn eigentlich dein Vater? Er war ganz fabelhaft. Wir haben uns zu Hause alle immer sehr wohl gefühlt. Meine Mutter. Hast du noch irgendeine Erinnerung an sie? Überhaupt keine. Sehr klein. Dunkle Haare. Dunkle Augen. Kann einer sagen, was er will, aber es ist schon wichtig, dass man weiß, wo man hingehört. Hm. So sehe ich das auch. Anna! Können wir noch eine Flasche Wein haben? Eine haben wir schon ausgetrunken. Es ist genug da. Was wirst du machen, wenn du das Geld hast? Du brauchst doch dann nicht mehr zu arbeiten. 30 Millionen muss man sicher nicht mehr arbeiten. Wirst du hierbleiben? Ich meine, hier im Haus? Und du? Bleibst du hier? Das Haus gehört uns jetzt beiden. Ich muss wohl doch wieder zurück. Nach Rom. Na, wieso denn? Überleg doch mal. Wir beide sind die Einzigen, die es noch gibt von der Familie, in der es nur Streit gab. Bleib doch hier. Ihr Wein. Noch nicht. Ich wollte dir gute Nacht sagen.
Kriminalpolizei? Ja. Und Sie sind Herr Kolowski, ehemaliger Manager in der Maschinenfabrik Wegmüller. Ja, der bin ich. Wegmüller? Fragen Sie danach im Zusammenhang mit seiner Ermordung. Ja, ja. Warten Sie mal, er hat Sie vor einem halben Jahr entlassen, stimmt es? Entlassen? Rausgeschmissen hat er mich! Auch das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Warum fragen Sie danach? Naja, der Mord an Wegmüller ist noch nicht geklärt. Ich suche den Mörder. Ja. Ich verstehe. Aber da wird sie viel zu tun haben. Herr Wegmüller war ein Psychopath, der sich nur wohlfühlte, wenn er merkte, dass man Angst vor ihm hatte. Haben Sie schon eine neue Stellung? Nein. Ich kann mir Zeit damit lassen. Herr Wegmüller musste mir eine Abfindung zahlen und es macht mich verhältnismäßig unabhängig. Und Sie selbst? Keine Vermutung, wer Wegmüller umgebracht haben könnte? Nein. Keine. Ich kann Ihnen aber gerne sagen, was ich empfand, als ich hörte, jemand hat Herrn Wegmüller umgebracht. Na, was haben Sie denn empfunden? Er hat bekommen, was er verdient hat. Das ist ein ungewöhnlich kühler Mann, so wirkt er auf mich. Konzentriert, intelligent und auf eine ganz besondere Weise aufmerksam. Was bedeutet das für uns? Man sollte mehr über ihn wissen. Komm, ich zeig dir was. Das war dein Kinderzimmer. Erinnerst du dich nicht mehr? Sind alles deine Zeichnungen? Meine? Du konntest doch so gut zeichnen. Weißt du das nicht mehr? Machen Sie keinen Fehler. Kolowski war nach Auskunft seines Reisebüros mehrmals in Rom. Steigen Sie ein. Sie haben keine Schwierigkeiten? Nein, keine. Das Verhältnis zu Ihrer Cousine? In Ordnung. Alles in Ordnung. Der Gerichtstermin ist in 3 Tagen. Sie bleiben da noch 2, 3 Wochen und warten, bis die Verkaufsverhandlungen abgeschlossen sind. Sie erhalten von uns genaue Anweisungen, wie Sie sich zu verhalten haben. Haben Sie verstanden? Ja. Dann dürfen Sie gehen. Die jungen Leute sind in der Schwimmhalle. Ich kann sie holen. Danke. Entschuldigen Sie bitte. Mit Ihnen möchte ich sprechen. Was will denn der Polizist? Er will mit Gregor sprechen.
Wenn hier alles geregelt ist, werden Sie dann nach Rom zurückgehen? Ja, ich glaube schon. Ja, als Fremdenführer werden Sie nicht mehr tätig sein. Nein, wohl kaum. Sie werden ein reicher Mann sein. Ja. Ja, ich hab eine Frage an Sie. Absurd ein bisschen. Sie sind in Rom viel herumgekommen. Ist Ihnen da mal ein Mann begegnet mit dem Namen Kolowski? Wie war der Name? Kolowski. Nein, wer soll das sein? Er hat mal für Ihren Onkel gearbeitet. Nein. Den Namen habe ich nie gehört. Ist die Frage wichtig? Nein. Nein, nein. Gar kein Zweifel, Sie kennen sich. Gregor Wegmüller und Kolowski sind Sie in Rom begegnet. Als ich ihn danach fragte, da blieb ihm der Atem weg. Kommst du nicht zum Essen? Doch, doch, ich komme. Was ist denn los, Gregor? Was ist los, Gregor? Nichts, nichts. Kann ich nachher mal deinen Wagen haben? Ja, wohin willst du? Ich fahr dich. Nein, nein, ich war lieber allein. Gregor, was ist los? Kann es sein, dass man plötzlich merkt, dass man wahnsinnig ist? Noch Fleisch? Kartoffeln, Gemüse, es ist genug da. Nein, danke, Anna. Nein, danke, Anna. Du kannst natürlich den Wagen haben. Wagen? Du wolltest doch den Wagen haben. Nein, nein, ich kann das verschieben. Ja? Kolowski verschwand in Zimmer 219. Wer bewohnt das Zimmer? Ein Dr. Mario Giuliano, wohnhaft in Rom, Via Garibaldi. Willi, gib mir die genauen Daten. Geboren ist er am 17.8.38 in Milano. Ja. Danke. So, Willi. Eine Verbindung mit Interpol, alles über diesen Mann. Ist was? Ja. Gregor! Bilder sind nicht von mir. Was? Natürlich sind die Bilder von dir. Nein, ich bin nicht Gregor Wegmüller. Ich heiße Klaus Hohner.
Ich bin ein kleiner Schauspieler aus Rom. Mario Giuliano, Anwalt, der seine Lizenz verloren hat, verwickelt in Korruptionsfälle. Ihm werden Beziehungen zur Mafia nachgesagt. Du warst gar nicht so schlecht mit deiner Vermutung. Ja. Aber da ist etwas unklar. Man tötet Wegmüller wozu? Um die Erben in den Besitz des Vermögens zu bringen? Harry, die Frage ist doch, was haben Sie selbst davon? Sie haben mich dazu gezwungen. Ich musste alles auswendig lernen. Und warum hast du mir jetzt die Wahrheit gesagt? Du wolltest meinen Wagen haben. Wieso? Ich wollte zum Anwalt. Mich mit ihm bereden. Was ich tun soll. Fein. Gut. Die Haushälterin. Anna. Was sagen Sie da? Sie sind nicht Gregor Wegmüller? Nein, der Pass ist falsch. Ich wurde gezwungen, diese Rolle zu spielen. Wer hat Sie gezwungen? Erzählen Sie mir alles. Wo ist Gregor hingefahren? Was ist passiert? Nichts. Überhaupt nichts. Wer weiß davon, dass Sie nicht Gregor Wegmüller sind? Niemand. Und Sie haben eine Verabredung mit diesem Kolowski? Ja, noch heute. Am Rehhilfplatz. Da treffe ich mich immer mit ihm. Gut, tun Sie es und sagen Sie kein Wort darüber, dass Sie bei mir waren. Gehen Sie jetzt und warten Sie in aller Ruhe ab. Danke, Herr Doktor. Kolowski? Der junge Mann dreht durch, er macht nicht mehr mit. Er will zur Polizei. Ich bin sicher, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Herr Dr. Schönmeier, Sie verständigt? Wovon soll er uns verständigt haben? Wo ist Ihr Cousin Gregor? Ja, wissen Sie denn nicht Bescheid? Der trifft sich gerade mit Mario und Kolowski am Maria-Hilfplatz. Fahr los, Harry. Sie werden ins Gefängnis kommen. Sie werden ins Gefängnis kommen! Glauben Sie denn, da würde es mir schlechter gehen als in den 30 Jahren? Die ich in diesem Haus verbracht habe. Dass dieser Mann tot ist, war mir bis heute eine unendliche Genugtuung. Steigen Sie ein. Sie wollen nicht mehr mitmachen, höre ich. Ja, glauben Sie denn, Sie könnten da so einfach aussteigen? So, jetzt kann's losgehen. Dazu mit Sinn, ne?
Sie wissen nicht zufällig, wann die nächste Maschine nach Rom geht? Ihre Rolle ist damit beendet. Es ist die Mordwaffe. Kolowski hat Wegmüller umgebracht. Ja, seine Mitwisser und Helfer. Ein Hausherr drin und ein korrupter Anwalt. Was hat Sie eigentlich bewogen, aus der Sache auszusteigen? Wir. Gratuliere. Ja, bitte. Für dich. Derek. When you were mine. Und ich habe etwas so Entsetzliches erlebt. Ich kann nicht mehr leben. Entschuldige, es ist unmöglich. Ganz unmöglich. Ich habe Schlaftabletten genommen. Ich spüre, dass sie wirken. Ja, Cargus hier. Ich rufe aus Augsburg an. Ich muss einen Notfall melden. Nein, nein, in München. Meine Schwester hat angerufen. Sie hat Schlaftabletten genommen. Sie müssen einen Notarztwagen hinschicken. Ja, ich gebe Ihnen die Adresse. Wo ist meine Schwester? Die ist abgeholt worden. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht. In welches Krankenhaus? Herr Doktor, mein Name ist Cargus, Ralf Cargus. Meine Schwester ist bei Ihnen eingeliefert worden. Selbstmordversuch. Die Hilfe kam zu spät. Sie ist gestorben.
Sie ist tot. Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung? Danke. Es tut mir schrecklich leid. So ein junges Mädchen hatte doch noch das ganze Leben vor sich. Mein Name ist Römer, Kriminalpolizei. Ein Todesfall in dieser Wohnung? Ich war schon im Krankenhaus, habe mit den Ärzten gesprochen. Selbstmord mit Schlaftabletten. Der Name der Toten ist Hannelore Kargus. Richtig. Wer sind Sie? Ich bin Ihr Bruder. Sie wohnen hier? Nein, ich wohne eigentlich in Augsburg. Wieso Kriminalpolizei? Nun ist es meine Aufgabe, Todesfälle zu untersuchen. Um was es sich handelt. Um natürlichen Tod oder um unnatürlichen Tod? Um unnatürlichen Tod. Nun, man kann einen Selbstmord auch einen unnatürlichen Tod nennen. Aber er ist es nicht im Sinne des Gesetzes. Ich muss Fremdverschulden ausschließen. Das kann man nicht ausschließen. Meine Schwester hatte mich angerufen. Ich war nicht zu Hause, sie hat mir aufs Band gesprochen. Ralf? Du bist nicht da. Aber ich will mich von dir verabschieden. Ralf, ich habe etwas so Entsetzliches erlebt. Ich will... Ich kann nicht mehr leben. Sie hat entsetzliche Dinge erlebt. Wissen Sie, was sie meint? Nein. Aber es beweist, dass es sich um keinen natürlichen Tod handelt. Es beweist, dass sie Selbstmord begangen hat. Worauf es mir ankommt. Im Sinne des Gesetzes. So ist es. Der Grund, den sie hatte, ist Privatsache. So entsetzlich er auch sein mag. Um darauf polizeilich reagieren zu können, müsste man mehr wissen. Tja, meine Arbeit ist zu Ende. Ein natürlicher Tod. Ist das Ihre Schwester? Ja, sie war Fotomodell. Sie haben Ihre Schwester gern gehabt? Natürlich habe ich das. Und ich werde herausfinden, was ihr passiert ist. Dass sie es vorzog, nicht mehr weiterzuleben. Was machen Sie beruflich? Ich bin Assistent an der Philosophischen Fakultät. Fahren Sie zurück nach Augsburg? Nein, ich bleibe hier. Meine Schwester hat Freunde hier. Vielleicht erfahre ich von denen mehr. Es werden einem Schmerzen auferlegt und man muss sie ertragen. So gut es geht. Ja, Tessinger? Ich bin es, Ralf. Vielleicht weißt du es noch nicht.
Lore ist tot. Was sagst du? Was ist mit Lore? Sie ist tot. Selbstmord. Selbstmord? Vor 2 Stunden. Mit Schlaftabletten. Ja. Aber wieso denn Selbstmord? Keine Ahnung. Kann ich zu dir kommen? Ja, natürlich. Was passiert? Ja, Lore. Hat sie angerufen? Warum kommt sie nicht? Ihr Bruder hat angerufen. Lore hat Selbstmord begangen. Da. Und jetzt? Er kommt her. Aber er soll kommen. Wir sollten es ihm nicht sagen. Natürlich sind wir alle erschüttert, völlig fassungslos, klar. Wir haben natürlich gar keine Erklärung dafür. Thea. Thea. Ich habe verstanden, was du gesagt hast. Es kam für uns wie aus heiterem Himmel. Ja. Logisch. Er wird kommen. Er wird mit dir sprechen. Aber ich werde nicht dabei sein. So. Willst du nicht? Kannst du mir auch sagen, warum nicht? Du warst ihr Freund. Ihr Freund, ihr Liebhaber. Du warst der Mann, den sie heiraten wollte. Er wird sich an dich halten. Bestimmt. Wir hören auf für heute. Hat sie es denn so schwer genommen? So was vergisst man doch gleich. Ich hätte es vergessen. Ich hätte gesagt, okay, okay, was soll's. Schwamm drüber. Weißt du, warum ich so gedacht hätte? Weil ich keine Illusionen habe. Nicht mehr. Weißt du überhaupt, was das heißt? Ein Mordel in meinem Alter. Und dann nur noch Kinder für diesen Job. Immer jünger und jünger. Aber Lore, der hatte noch diese Illusion. So was ist wie ein Geschenk des Himmels. Ja? Ja? Ach, Ralf. Komm doch rein. Ich bin völlig fertig. Ich
kann es einfach nicht begreifen. Nach deinem Telefonat haben wir heute gleich mit der Arbeit aufgehört. Ich habe alle nach Haus geschickt. Alle waren ja wie vor den Kopf geschlagen. Wie die anderen kann ich... Ich kann es mir einfach nicht erklären. Sie hat mit mir telefoniert. Sie hat... Sie sagte, sie hat etwas Entsetzliches erlebt. Dass es ihr unmöglich macht, weiterzuleben. Und was? Was meinte sie? Weißt du es nicht? Hat sie es dir denn nicht gesagt? Nein, nein. Ich dachte, du wüsstest was. Sagen wir so, ich habe da etwas mitgekriegt, aber... Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Aber ich... Du hast doch nichts dagegen. Bitte. Hast du schon was getrunken? Ja. Ich bin... Das kannst du mir glauben, ich bin völlig durcheinander. Und ich frage mich... Hat sie es so ernst genommen? Sie hat was so ernst genommen? Na gut, ich sag's dir. Es hatte ja auch mich ungeheuer beschäftigt. Wir hatten ein kleines Fest, ein paar Kunden eingeladen. Ralf, es fällt mir sehr schwer, es dir zu erzählen. Ja, das sehe ich. Solche Feste müssen sein. Unseren Kunden zuliebe, aus geschäftlichen Gründen. Ich meine, schließlich leben wir von unseren Kunden. Und bei solchen Festen werden sie verwöhnt. Mit Essen, Getränken. Es geht da immer hoch her und oft ergibt sich dabei eine lockere Stimmung. Und unsere Mädchen, unsere jungen Mädchen, die spielen da eine besondere Rolle, logischerweise. Ja. Und da ist nun etwas passiert. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ich habe es erst später erfahren. Was hast du erst später erfahren? Einer unserer Kunden, oder waren es beide? Es waren zwei, die plötzlich mit Lore verschwunden waren. In einem Zimmer. Mensch, Ralf, wir waren alle betrunken und in einer irren Stimmung. Und da haben die beiden mit Lore... Verstehst du? Nein. Die beiden haben sie vergewaltigt, sagt sie. Sagt sie. Aber das alles ist natürlich gar nicht zu beweisen. Die Herren sprechen darüber ganz anders. Sie hätten ihren Spaß gehabt, sagen sie. Alle drei. Auch Lore hätte dabei ihren Spaß gehabt. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe ja gesehen, wie sehr es sie mitgenommen hat. Ich habe zu ihr gesagt, nimm's nicht so tragisch, lass die Polizei aus dem Spiel und versuch's zu vergessen. Mensch, was hätte ich ihr denn anderes sagen sollen? Und dann habe ich wirklich gedacht, dass sie drüber weg ist. Wer sind denn die beiden, die mit Lorian Spaß gehabt haben? Was willst du wissen? Ihre Namen? Ihre Namen? Du kannst ja nichts unternehmen, Ralf. Das bringt nichts. Ohne Zeugin? Lore kann doch auch gar keine Aussagen mehr machen. Sag mir ihre Namen. Es tut mir leid. Die kann ich dir nicht sagen, Ralf. Du willst keine Kunden verlieren. Es sind doch noch deine Kunden. Ich bin da gebunden durch langfristige Verträge. Das Wohl der ganzen Firma hängt daran. Ich wusste, dass du kommst. Komm rein. Den ganzen Tag über denke ich an Lore. Und an dich. Bitte.
Eigentlich mehr an dich. Ich weiß, wie sehr ihr aneinander gehangen habt. Ich habe sie immer beneidet um ihren Bruder. Um so einen Bruder. Wie geht's dir? Ich lebe plötzlich in einer anderen Welt, in der es anders zugeht, in der andere Gesetze gelten. Du verstehst mich nicht. Nein. Ich kenne nur die Welt, in der ich lebe. Und das ist alles gleich. Was war eigentlich los an dem Abend? Was hat dir das denn erzählt? Was mit Lobo passiert ist. Erzähl mir deine Version. Alle waren schon ziemlich betrunken. Ich traf Homburg und fragte ihn, wo Lore sei. Ich sehe sie nicht. Er sagte, es ist eine blöde Geschichte. Zwei haben sich Lore geschnappt und sind mit ihr in einem Zimmer. Lass mich! Sie haben die Tür abgeschlossen. Ja, man hört sie doch weinen und schreien. Sie sollen sie rauslassen. Ja? Was willst du jetzt machen? Sie rausholen. Hör mal zu, was passiert denn da drin? Sie werden sich ein bisschen an sie ranmachen, aber sie werden sie nicht gleich umbringen. Es sind unsere besten Kunden. Sollen wir sie verlieren? Ach. Sie werden von alleine rauskommen. Es wird ihnen keinen Spaß machen. Und er hat sie dann nicht rausgeholt? Nein. Er wartete, bis sie selber rauskam. Entschuldigung. Gehen Sie doch mal rein und sagen Sie, ich soll nicht so ein Theater machen. Und wir gehen zum Champagner. Sie hatten sie ziemlich zugerichtet. Sie weinte ununterbrochen. Hat mir was kaputt gemacht. Für immer kaputt gemacht. Aber dir jetzt auch. Diese guten Kunden. Kennst du sie? Ihren Namen? Ja, die sage ich dir gern. Der eine heißt Hauser. Der andere Howald. Stefan, servus. Grüß dich. Wer ist der Tote? Albert Howard heißt er. Ist der Bewohner dieses Hauses. Die Täter waren auf der anderen Straßenseite, haben dann gewartet, bis das Auto vorfuhr und dann, ne? Hat man die Familie schon befragt? Ja, Frau und Tochter, aber die können nicht die geringste Aussage machen. Alf? Ja, im Apparat. Du bist also nicht nach Augsburg zurückgefahren? Nein, natürlich nicht. Ich warte, bis Ihre Leiche freigegeben wird. Ralf? Ja? Hast du gehört, dass gestern Abend jemand vor seiner Garage erschossen wurde? Du wirst mir sicher sagen, um wen es sich handelt. Um einen gewissen...
wissen. Howald. Albert Howald. Ja, ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Ist das nicht einer deiner guten Kunden? Ja, einer meiner guten Kunden. Ralf. Ralf, hast du was damit zu tun? So viel oder so wenig, wie du damit zu tun hast. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich frühstücke gerade. So viel oder so wenig, wie ich damit zu tun habe. Was meint er damit? War er das? Könnte er das gewesen sein? Aber woher wusste er dann von Howald? Was will er? Uns alle umbringen. Es ist ja nicht auszuschließen, dass er den Verstand verloren hat. Er hat mit einer Affenliebe an seiner Schwester gehangen. Thea, was meinst du? War er es? Ich weiß es nicht. Ich rufe die Polizei an. Das müssen wir noch, oder? Also, zwei Ihrer Kunden haben beim Fest, bei dem es etwas hoch herging, wie Sie sagten, eines Ihrer Fotomodelle vergewaltigt. Das kann man doch sagen, vergewaltigt, nicht wahr? Ja, so war es. Letzten Endes war es so. Und einer der beiden ist Albert Howald, nicht wahr? Ja. Und Sie halten es nun für möglich, dass der Bruder der Vergewaltigten, ja, sie hat ja Selbstmord begangen, also dass der Bruder Herrn Howald erschossen hat? Ich halte das für möglich. Oder sagen wir so, ich gebe das als Frage an Sie weiter. Sagen Sie, kam es in dem Gespräch mit dem Bruder, wie heißt er? Ralf Kargus. Er ist Assistent an der Hochschule in Augsburg. Kam es da zu irgendwelchen Drohungen? Nein, nein. Er benimmt sich seltsam. Er ist so, so wahnsinnig ruhig, aber gerade das glaube ich ihm nicht. Seine Schwester bedeutete ihm alles. Tja, wo kann man den erreichen? Da kommt er ja. Guten Tag. Grüß Gott. Wollen Sie zu mir? Ja, sind Sie Herr Kargus? Ja, bin ich. Mein Name ist Derek, ich bin von der Kriminalpolizei. Aha. Moment. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Entschuldigen Sie, das Frühstücksgeschirr steht noch hier. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Nein, überhaupt. Aber mich stört es. Sagen Sie ruhig, warum Sie hier sind. Ihre Schwester hat Selbstmord begangen. Ja. Wer hat Ihnen das erzählt? Udo Tessinger, richtig? Ja, ist richtig. Er war Ihr Arbeitgeber. Ihr Freund und Ihr Geliebter. Hat er Ihnen auch gesagt, warum? Ja, hat er. Aber bitte, kommen Sie doch. Es würde mich interessieren, was er Ihnen erzählt hat. Er verschweigt nämlich gerne eine gewisse Stelle, was ich übrigens gut verstehen kann. Also hören Sie zu, er hat mir erzählt, dass während eines Festes in seinem Studio zwei seiner Gäste ihre Schwester vergewaltigt haben. Ja, das ist richtig. Es waren zwei Kunden. Zwei sehr gute Kunden, die für ihn und das Geschäft sehr wichtig sind. Ja, und? Was hat er nun verschwiegen? Man hat meine Schwester weinen und schreien gehört. Man wollte ihr zu Hilfe eilen. Aber Tessinger hat sich vor die Tür gestellt, den Weg versperrt, verstehen Sie? Nee, verstehe ich nicht. Er sagte, es sind unsere besten Kunden. Und sie werden sie ja nicht gleich umbringen. Was sie letzten Endes doch getan haben. Aber warum sind Sie eigentlich gekommen? Kennen Sie die beiden Männer, die ihre Schwester vergewaltigt haben? Oh, natürlich. Der eine heißt Howald und der andere Hauser. Es sind zwei sehr seriöse Leute. Sie haben Geschäft und Familie. Und einen sehr guten Ruf. Was natürlich nicht ausschließt, dass man mal über die Stränge schlägt. Wissen Sie schon, dass einer der beiden Männer gestern Abend erschossen wurde? Ach ja? Howald, der kam nach Hause, stieg aus dem Wagen, da passiert es. Man hat von der anderen Straßenseite auf ihn geschossen. Mit mehreren Schüssen. Sie erwarten jetzt sicher eine Reaktion von mir. Ja. Weit und breit ist kein Motiv zu sehen.
Außerdem, das ich habe, meinen Sie? Ja, das wäre natürlich eins. Und was für eins? Wissen Sie, für meine Schwester war die Welt noch in Ordnung. Ein Grundgefühl, mit dem man vielleicht geboren wird. Man wird geboren und hat ein Geschenk mitbekommen. Ich bin gut, die Welt ist gut. Man hat ein kleines, ja, lachen Sie jetzt bitte nicht, ein kleines Paradiesgefühl. Aber es ist so, als ob jeder Mensch in seinem Leben noch einmal aus dem Paradies vertrieben wird. Manche ganz sanft, ohne dass sie es merken. Und andere auf sehr grausame Weise. Tja. Ich nehme an, das ist sie. Hm? Ja, das war sie. Ein sehr schönes Mädchen. Haben Sie Howald erschossen? Sie haben ziemlich lange gebraucht, mir diese Frage zu stellen. Ja, aber Sie haben die Frage erwartet, nicht? Ich habe den Mann nicht erschossen. Na gut, wo waren Sie denn gestern Abend um 10.30 Uhr? Hier. Bleiben Sie hier in dieser Wohnung? Ich fahre heute Abend zurück nach Augsburg. Ihre Leiche ist freigegeben worden. Ich lasse meine Schwester nach Augsburg überführen. Aber morgen bin ich wieder hier. Ach, warum kommen Sie wieder her? Wohnungsauflösung. Eine Lebensauflösung. Und? Dein Eindruck? War es? Ich meine, er hat ein erstklassiges Motiv. Ja, das hat er. Ich weiß das. Und er weiß das selber. Dieser Junge ist... Ich weiß nicht, ich komme nicht mit ihm zurecht. Ich weiß nicht, spielt er mir was vor, spielt er da irgendeine Rolle? Er ist nicht betroffen haben. Er ist höflich, naja, gut, aber er ist, da benutze ich besser seine eigenen Worte, aus dem Paradies vertrieben. Was ist denn das für ein Unsinn? Die Frage ist doch, hältst du ihn für einen Mörder? Wenn er ein Mörder ist, dann ist er kein typischer. Aber auch das ist wieder Unsinn. Was ist schon ein typischer Mörder? Ich komme nicht mit ihm zu Rande. Da du gerade sitzt, nebenan ist Herr Hauser, der zweite Beteiligte. So, am 25. Ach, Herr Hauser, guten Tag. Ja, guten Tag. Man hat ihn bereits erzählt? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Es geht um das Fest am Werbestudio und um die damit verbundenen besonderen Vorkommnisse während des Festes. Ja, ja. Ne? Weil... Ach so, ja, kommen Sie. Los. Es gibt da Vermutungen, dass unter Umständen diese besonderen Vorkommnisse ein Motiv darstellen für den Mord an Howald. Ich habe gehört, dass bereits in dieser Hinsicht gewisse Recherchen angestellt worden sind. Wie meinen Sie? Naja, das Mädchen hat doch Selbstmord begangen. Ja. Ich höre, gibt es da einen Bruder, der diese Kurzschlusshandlung möglicherweise zum Anlass nimmt für ähnliche Kurzschlusshandlungen. Haben Sie da etwas herausbekommen? Ich meine, bin ich auch in Gefahr? Ach, das meinen Sie? Ja, ja. Das kann ich nicht ausschließen. Sie haben den Mann also nicht festgenommen? Wir ermitteln auch gegen ihn mit. Das heißt also, er läuft noch frei herum? Läuft frei herum, ja. Im Moment ist er auf dem Weg nach Augsburg, weil die Leiche seiner Schwester dahin überführt wird. Es hat sich doch um eine Vergewaltigung gehandelt, nicht wahr? So kann man das nicht sagen. Ist jemand eine Anzeige erstattet? Niemand hat eine Anzeige erstattet. Also gibt es keine Vergewaltigung. Tag, Herr Derrick. Grüß Gott. Zufall? Nein, ich habe Sie gesucht. Ihre Nachbarin hat mir gesagt, dass Sie aus Augsburg zurück sind und wohin Sie zum Essen gegangen sind. Darf ich mich setzen? Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ist man hier gut? Sehr gut.
ein sehr angenehmer Platz. Ich war mit meiner Schwester oft hier. An diesem Tisch. Bis sie gekommen sind, saß sie mit am Tisch. Wann sind Sie zurückgekommen? Heute Morgen. Und wann wird Ihre Schwester beerdigt? In 3 Tagen. Merkwürdige Vorgänge. Beträge, Anzahlungen, Anweisungen an den Totengräber. Man bespricht alles ganz sachlich. Obwohl es sich nicht um eine Sache handelt. Worum handelt es sich? Tja, worum? Um eine... Nehmen Sie mich jetzt bitte ernst. Meine Idee Gottes. Mit jedem Menschen hat Gott eine Idee gehabt. Und wir werfen diese Idee in ein Loch und bedecken sie mit Erde. In 3 Tagen wird auch Howald beerdigt. Ach ja? Dem toten Howald, dem geben Sie kein Pardon, was? Diese Frage stellt sich für mich nicht. Sie sagten vorhin, dass Sie nicht zufällig gekommen sind. Worum geht's also? Es ist immer noch die alte Frage. Sind Sie der Mörder Howalds? Das geht Ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Sie haben doch eben gerade gesagt, kein Pardon für den Toten. Nein, nein, ich sagte, diese Frage stellt sich für mich nicht. Das heißt kein Pardon. So muss es wohl auch sein. Der zweite Mann, der beteiligt war an der Vergewaltigung Ihrer Schwester. Hauser. Ah ja. Sie erinnern sich an den Namen. Aber ja, ich habe mich genau erkundigt, wer der Mann ist. Na ja, der war bei mir und er wollte wissen, ob auch er Grund habe, Angst zu haben. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass er wohl durchaus Grund hat, Angst zu haben. Solche Leute haben wohl allen Grund, sich zu fürchten. So, jetzt glaube ich's. Er ist der Täter, er hat Howald erschossen. Also, auf Befehl. Ja. Woraufhin denn? Mein Gefühl, meine Überzeugung, die zählen nicht. Der Haftrichter würde mich auslachen. Wir haben keine Beweise. Ich möchte, dass Cargus überwacht wird, und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Ich will wissen, wie er den Tag verbringt. Er hat gegen 9 Uhr das Haus verlassen und ging zu Fuß in die Stadt. Er benutzte nicht seinen Wagen? Nein. Er ging, wie es mir schien, ziellos. Er wechselte die Richtung. Ich hatte den Eindruck, es war ihm gleich, wohin er ging. Ich möchte genaue Straßenbezeichnungen. Na, der Bericht ist hier. Einmal suchte er ein Café auf. Er bestellte einen Kaffee, kaufte eine Zeitung, aber er las sie nicht. Was für einen Eindruck machte er? Sehr ruhig, sehr nachdenklich. Ganz in sich zurückgezogen. Dann stand er auf und ging wieder. Ohne, dass man eine Richtung erkennen konnte. Es war ihm absolut gleichgültig. Er war dann etwa eine halbe Stunde im Englischen Garten, saß auf einer Bank, völlig regungslos. Ging dann weiter bis zur Isar, den Isarweg hoch. Saß regungslos auf einer Bank, sagst du? Was machte er am Abend? Gegen 5 ging er nach Hause und kam nicht wieder zum Vorschein. Darf ich mal sehen? Bitte. Scheinbar alles ohne Ziel. Ich habe ein paar Fragen an Sie, Herr Cargus. Sie haben Ihre Arbeitsstelle in Augsburg aufgegeben, ist das richtig? Ja. Endgültig aufgegeben? Ja, meine Einstellung hat sich geändert. Einstellung wozu? Zu allem. Vor allem zu meiner Zukunft. Sie hat an Bedeutung verloren. Vieles hat an Bedeutung verloren. Tja, kann ich verstehen. Sie haben einen Mord begangen. Sie meinen, man müsste sich verändern, wenn man jemanden umgebracht hat? Nicht jeder, nicht unbedingt, aber Sie, ja. Ich habe aber niemanden umgebracht. Sind Sie da zu irgendwelchen Feststellungen gekommen? Natürlich. Zu welchen? Ich werde es ganz simpel ausdrücken. Sie haben alles über Bord geworfen. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Ein Geständnis.
Ich habe nicht den geringsten Grund, irgendetwas zu gestehen. Kann ich gehen? Ja. Wiedersehen. Weiß er, wovon du redest? Ha, das weiß der ganz genau. Ja, aber warum nimmst du ihn da nicht fest? Ich meine, den Koffer war so lange weich, bis wir ihn wieder laufen lassen müssen. Ari, wir können ihm nichts nachweisen. Und das müssen wir. Das ist der Hitler mit Anruf. Noch mehr Rücken, Armin. Ja? Bitte, ich lass dich nicht stören. Ich sehe, man erinnert sich an das Fest. Es fand doch hier statt. Ja. Ja, natürlich. Ralf, du musst uns glauben. Alles, was geschehen ist, es tut uns irrsinnig leid. Ein Mensch ist gestorben, den ihr alle gekannt habt und dem ihr nicht geholfen habt. Warum bist du hierher gekommen, Ralf? Nora hat noch Kleider hier. Ja, das sind sie. Das hat sie oft angehabt, wenn sie mich besuchte. Wir sind dann ausgegangen, fast jeden Abend. Und immer in irrsinnig guter Laune. Gute Laune ausdrücken zu können, das setzt eine Begabung voraus, die nicht jeder hat. Lore hatte sie. Sag ich was Falsches? Nein, du sagst nichts Falsches. Sie war eigentlich der fröhliche Mensch schlechthin. Diese Fröhlichkeit ist von den beiden missverstanden worden. Nimmst du mal? Wo ist das passiert? Da. Die Tür war zu, ja? Und sie hat um Hilfe gerufen? Nein. Um Hilfe gerufen hat sie nicht. Aber sie hat doch geschrien und geweint. Thea! Ja, das hat sie. Du wolltest ihr doch helfen. Du und Homburg. Ihr habt sie schreien gehört und wolltet die Tür aufmachen. Die Tür war doch abgeschlossen. Und du bist davor gestanden. Mit ausgebreiteten Armen. Zeigst du mir, wie du davor gestanden bist? Was soll das? Du hast die Tür versperrt! Ich doch. Nicht stören, nicht aufmachen.
Sie werden sie ja nicht gleich umbringen. Es sind unsere besten Kunden. Von denen leben wir ja schließlich. Und außerdem ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Ach, Sie sind es. Bitte kommen Sie rein. Danke. Schmidt, ich weiß, warum Sie da sind. So? Ich frühstücke gerade. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Stört Sie doch nicht, wenn ich weiter esse. Aber nein, aber nein. Tja, Sie wissen also, warum ich hier bin, was? Nehmen wir an, Sie haben gehört, dass ich bei Tessinger war. Ja, davon habe ich gehört. Ich habe noch Kleider von meiner Schwester abgeholt. Und Sie haben sich den Raum zeigen lassen, in dem das alles passierte. Ja, das habe ich. Er war ja Ihr Freund, Ihr Geliebter. Habe ich das schon gesagt? Ja, das haben Sie schon gesagt. Sie wollte ihn heiraten. Ja, ich weiß. Ich habe ihn also gebeten, mir zu zeigen, wie er die Leute abgewehrt hat, die ihr helfen wollten. Ich konnte ihn kaum dazu bewegen. Die Schreie und das Weinen haben ihn scheinbar nicht berührt. Wie weit reicht eigentlich Schreien und Weinen eines Menschen? Hört man es nicht mehr? Ist es nicht mehr wichtig? Ihr Besuch im Studio hat Tessinger sehr erschreckt. Ich glaube, seine Erinnerung erschreckt ihn. Jeder will dem eigenen Schrecken aus dem Wege gehen. Wissen Sie, was ich glaube? Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Ah ja, den Sie ihm nicht verzeihen können. Nein, nein. Das ist ganz unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Aber es gibt Fehler, die verfolgen einen Menschen. Bis ans Ende seiner Tage. Frieren Sie? Was glauben Sie, warum ich Whisky trinke? Sie trinken zu viel Whisky. Ich habe heute etwas länger gearbeitet. Ich komme aber jetzt nach Hause. Also, bis später. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl. Sie lassen wirklich nicht locker. Bitte. Es steht Ihnen selbstverständlich alles zur Verfügung. Was suchen Sie eigentlich? Eine Waffe. Ich beschuldige Sie, heute Abend einen zweiten Mord begangen zu haben. Ich sehe, Sie neigen dazu, Irrtümer nicht aufzugeben. Bei Gelegenheit erzähle ich Ihnen mal, wozu ich neige. Bitte, Mama. Sagen Sie mir, wer zu Tode gekommen ist? Das werden Sie mir noch nicht verschweigen. Hauser ist zu Tode gekommen, wie Sie sich ausdrücken. Er wurde wie Howald erschossen. Hauser? Ach ja, der zweite gute Kunde, der die angeborene Fröhlichkeit eines Menschen missverstanden hat. Ich meine, so drückte sich Tessinger aus. Ist Ihnen wieder kalt? Jetzt sagen Sie mir, was ich machen soll. Was soll ich tun? In Urlaub fahren, das Geschäft sausen lassen? Warum sperrt man ihn nicht ein? Er war es doch. Ich weiß es, Sie wissen es, alle wissen es. Fragen Sie meine Leute. Das Erste, was Sie sagten, als Sie hörten, dass auch Hauser erschossen wurde, Ralf Kargus. Er war es, niemand anders. Aber Sie sperren ihn nicht ein. Eine Entscheidung des Richters. Also gut, dann bin ich jetzt wohl dran, dann bin ich wohl der Nächste. Das alles gilt doch nur mir. Howald Hauser, das war doch nur das Vorspiel. Der meint mich. Was halten Sie davon? Ich meine, dass Sie da recht haben können. Sie schon wieder. Ich beschäftige mich ständig mit ihm.
Sie wahrscheinlich mit mir, ist das richtig? Ja, Sie haben recht. Haben Sie mich eigentlich gefunden? Ich lasse Sie überwachen, ich weiß immer, wo Sie sind. Ich habe wahnsinnig viel Zeit. Viel Zeit, wenig Zeit, das spielt alles keine Rolle mehr. Was für ein Zustand, in dem Zeit seine Bedeutung verliert. Ein angenehmer Zustand. Sie fragen mich das? Ja, ich frage Sie, ob das ein angenehmer Zustand ist. Nein, kein sehr angenehmer Zustand. Dann, bitte, so schnell geht das, was? Sie sind Alkoholiker geworden. Ja, ich trinke mehr als früher. Das ist richtig. Hören Sie, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, gewisse Taten verändern. Sie haben zwei Menschen umgebracht. Und das verändert Sie. Und ich bemerke diese Veränderung. Und von welcher Art sind diese Veränderungen? Herr Carlos, jeder Mensch hat so etwas wie seine eigene Art von innerer Ruhe. Und Sie verlieren sie. Eine innere Ruhe? Mhm. Ein Mensch, der seine innere Ruhe verliert, der steht ganz plötzlich neben sich selber, aber er erkennt sich nicht mehr. Und Sie meinen, ich erkenne mich nicht mehr? Ja. Warum suchen Sie mich? Ich will Ihnen helfen. Ich werde Ihnen sagen, wie Sie Ihre innere Ruhe zurückgewinnen können. Und wie? Durch ein Geständnis. Warum kommst du her? Um dich noch mal zu sehen. Ich liebe Zeit, du bist ja ganz grau im Gesicht. Können wir miteinander sprechen? Nein. Ich kann hier jetzt nicht weg. Ja, ja, das verstehe ich. Da schweißt du etwa mit. Würde man dir zu Hilfe kommen? Thea, kümmere du dich bitte um ihn. Komm, wir gehen. Ja, ja, natürlich. Er sagte, ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Hat mir so leid getan. Plötzlich wurde er ganz ruhig. Er nahm meine Hand und ließ sie gar nicht mehr los. Und fragte, hoffentlich habe ich dich nicht geängstigt. Es war ihm sehr wichtig, dass ich sagte, nein, nein, du hast mich nicht geängstigt. Ich habe ihn angerufen. Er ist zu Hause. Welchen Sinn hätte mein Besuch? Oder welchen Sinn sollte er haben? Er ist auf eine schreckliche Weise allein. Er hält das nicht mehr lange durch. Ich werde zu ihm fahren. Thea? Ja. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Komm rein. Ich will nicht stören. Nein, du störst nicht. Entschuldige, ich habe mich aufgeräumt. Es sieht schlimm aus. Ich mach das weg. Bestimmt doch nicht. Ich helfe dir. Weißt du, ich bin allein, da wird man nachlässig. Ja. Bleibst du denn hier in der Wohnung? Bitte? Ich meine, gehst du nicht wieder zurück? Du hast doch einen Beruf. Nein, nein, das ist nicht mehr wichtig. Das hat seine Wichtigkeit verloren. Man misst dem, was man tut, viel zu viel Bedeutung bei. Das muss wohl auch so sein normalerweise.
Aber das Normale lässt sich auch in Frage stellen. Warum bist du gekommen? Thea. Sag es nicht. Thea, ich bin in keiner guten Verfassung. Ich weiß. Was ich jetzt erlebe, mit dir erlebe, kann ich gar nicht sagen, was ich empfinde. Irgendwie bin ich die ganze Zeit neben mir gestanden. Wie jemand, der nicht mehr beurteilen kann, was er tut. Er hat recht gehabt. Ich habe eine innere Ruhe verloren. Ich will, dass du sie wiederfindest. Es gibt Dinge, wenn man sie verliert, verliert man sie für immer. Außerdem, es ist ein Fehler, sich selbst zuzuhören. Du musst doch noch ins Studio, oder? Hm. Ich bring dich hin. Lass, ich nehme ein Taxi. Warum denn? Mein Wagen steht unten. Nicht nötig. Sie haben recht gehabt. Ich gehe zugrunde daran. Aber solange Menschen sich gegenseitig töten, werden wir wohl alle irgendwie zugrunde gehen. Das zu verhindern liegt an uns. Alles liegt an uns. Ja, um 6:30 Uhr. Ja, Sie werden um 6:30 Uhr abgeholt. Es kommen dann dran die Bilder 8, 14 und 85. Ja, Moment bitte. Hallo. Modus, grüß Gott. Einen Augenblick bitte. Nach der Mittagspause sind dran die Bilder 33, 17. Warum muss das immer so laut sein? Lass das sein. Oh, hast der du ist verstanden, im Moment nicht da. Was ich meine? Nee, natürlich, wir suchen einen Hinterhof. Es muss kein Hinterhof sein. Wieso kein Hinterhof? Es muss ein Hinterhof, ein ganz ordinärer Hinterhof sein. Schau, so ein verlassenes Fabrikgelände. Das wäre ideal. Von der Stimmung her muss ich eine gewisse Verlassenheit ausdrücken. Mit einer trostlosen Atmosphäre. Genau. Und in diesem Hinterhof eine Baracke, ein Schuppen? Oder eine Art Anbau, aber verfallen und ungepflegt. In dem Ding wird die Leiche gefunden. Das Gebäude muss so tot sein wie der Mann. Mein Schatz, du wirst das finden für uns. Ich gehe in den Schneiderraum. Ach, natürlich werden wir das finden. Wie immer. Sag mal, lassen wir die Karre hier stehen? Ja, und dann los. Und vergiss nicht, in jede Toreinfahrt rein. Du weißt ja, das wir da auch haben. Okay. Und in der Stunde treffen wir uns drüben im Café.
Okay? Okay. Es ist etwas, was nicht tot ist. Ach, auch das noch. Entschuldigung. Polus, hör doch mal einen Moment auf, bitte. Ich bin's, Karau. Ich schrei Hurra, sag ihm das. Ich hab's gefunden. Ein verrückter Ort. Toter als tot, ein fabelhafter Ort für eine Leiche. Das ist ja großartig. Sag mal, kannst du mir die Adresse geben? Nähe Ostbahnhof. Genau, was wir gesucht haben. Die Straße, ja, das sage ich noch. Es ist nur so, ich habe noch überhaupt keinen Menschen hier getroffen. Ich melde mich wieder, ja? Fati? Ja, laufen. Sag mal, hat Karau sich bei euch gemeldet? Ja, vor 2 Stunden ungefähr. Er sagt, er hat das Motiv gefunden. Vor 2 Stunden? Ja, wir wollten uns hier treffen, aber er kommt nicht. Ja, ich meine, wenn er was gefunden hat, dann muss er doch nicht weitersuchen. Ja. Ja, okay, ich bleib hier. Ja. Hallo. Ich hätte gerne einen Kaffee.
Grüß Gott. Grüß Gott, hey. Ist was passiert? Du kommst so spät. Sag mal, hat Caro angerufen? Caro? Nein, warum? Vom Erdboden verschwunden ist. Wir waren zusammen auf Motivsuche. Wir haben einen Hinterhof gesucht und dann haben wir uns verloren und seitdem ist er nicht mehr aufzufinden. Wo ist denn die Stabliste? Als er gestern angerufen hat, was hat er da gesagt? Er sagte, ich schreie Hurra, sag ihm, ich hab's, genau das, was er sucht. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wo bist du? Und da hat er gesagt, nee, Ostbahnhof. Tja, dann muss ich die Polizei verständigen. Polizei, wieso denn? Sagen Sie mal, können Sie vielleicht einmal mit dem Maschinenschreiben aufhören? Kann man denn hier nie in Ruhe arbeiten? Da bist du ja. Was ist denn gestern passiert? Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Ich fühlte mich so schlecht und bin dann gleich nach Hause. Ich fühle mich auch heute nicht gut. Ich muss zum Arzt. Einfach mal sehen, was mit mir los ist. Okay, mach das. Das Motiv hast du ja gefunden. Nein. Ich habe nichts gefunden. Aber du hast doch telefoniert. Du hast gesagt, du hast genau das gefunden, was wir suchen. Aber du hast mich doch angerufen. Du hast gesagt, du schreist Hurra. Du weißt, wird schon nicht mehr ganz da. Tut mir leid, ich habe nichts gefunden. Erich! Was ist denn los? Was soll los sein? Erzähl mir doch nichts. Du hast da eben eine hübsche Geschichte erzählt. Die hat nur einen Nachteil, sie stimmt nicht. Ich muss zum Arzt. Ich werde ein paar Tage nicht da sein. Erich, was ist denn los? Überhaupt nichts ist los. Hast du vor irgendetwas Angst? Ach, lass mich doch zufrieden. Was ist denn mit Caro? Krank sah er eigentlich nicht aus. Tja. Das fand ich auch. Aber irgendwas ist mit ihm passiert. Und was machen wir mit dem Motiv? Na ja, werde ich's halt suchen. Und zwar das, was er gefunden hat. Alena. Ach, Alena, guten Abend.
Der Willi kommt nicht nach Hause. Ich bin ganz unruhig. Er ist noch einmal zum Ostbahnhof, hat mir die Produktionsassistentin gesagt. Da, wo er gestern war, weißt du, er sucht das Motiv. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich würde mir da keine Gedanken machen, er wird sicher noch kommen. Ruf mich sofort an, wenn er kommt, hörst du? Sofort, hast du verstanden? Morgen, Harry. Ist was? Ein Toter. München Ost, Brückenobjekt Gleis 41. Morgen, Stefan. Der Mann ist überfahren worden. Sieht schlimm aus. Konnte man ihn schon identifizieren? Er hatte Papiere bei sich. Heißt Willi Laufen. Wieso wir? Warum die Mordkommission? Der Todesermittler hat festgestellt, dass er eine Schusswunde hat. Ist er bei der Bahn? Nein, beim Film. Aufnahmeleiter. Schusswunde? Es ist natürlich denkbar, dass man einen Toten hergeschafft hat, mit der Absicht, ihn überfahren zu lassen. Verdeckung einer Straftat. Ja, wohnt hier. Wir wohnen hier. Sind Sie seine Frau? Nein. Wir wohnen zusammen. Leben zusammen. Ist ihm etwas zugestoßen? Er ist tot. Was haben wir also erfahren? Seit gestern Nachmittag war er auf Motivsuche. Für einen Film. Und er suchte was? Er suchte einen Hinterhof mit Anbau, möglichst einsam und verlassen. Und er suchte einen solchen Platz? Nähe Ostbahnhof. Ich wollte gerade zu dir. Ich hab dich angerufen, du warst nicht zu Hause. Hast du was gehört? Er ist tot. Er ist tot! Sie haben ihn am Bahngelände gefunden, in der Nähe vom Ostbahnhof. Er ist überfahren worden. Vermuten, dass man Willi dorthin gebracht hat. Den Toten, verstehst du? Den Toten! Sie glauben an Mord! Wer kann ihnen denn was getan haben? Ich. Ich weiß es nicht. Die Polizei. Was haben sie denn gesagt? Ich habe ihnen gesagt, dass er auf Motivsuche war. Und hast du gesagt, wo? Ja. Am Ostbahnhof. Erich. Ich kann dir nicht helfen. Ich weiß doch auch nichts. Erich? Mit dir war doch etwas. Vorgestern, als ihr zusammen auf Motivsuche wart. Hast du das gesagt? Wem gesagt? Der Polizei gesagt. Nein. Aber es fällt mir jetzt gerade ein, dass mit dir etwas war. Du warst doch einen ganzen Tag lang auch verschwunden. Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Ich war total durcheinander. Und das hat nichts damit zu tun? Womit zu tun? Mit Willi! Damit, was ihm zugestoßen ist! Wie kommst du denn darauf? Das ist ganz abwegig. Völlig abwegig. Erich! Grüß Gott. Wiedersehen. Ich
parke jetzt irgendwo und warte auf Sie. Grüß Gott. Ich möchte zu Oberinspektor Derrick. Im dritten Stock, Zimmer 316, bitte. Dankeschön. Sie wollten mir sprechen. Ja, im Zusammenhang mit der Mordung Ihres Kollegen. Ihres Freundes, kann man das auch sagen? Ja. Eines sehr guten Freundes, nicht wahr? Ja. Also Ihres sehr guten Freundes Laufen. Sie sagen, er ist ermordet worden. Ist das jetzt klar? Ja. Der Obduktionsbefund ist eindeutig, ist erschossen worden. Nicht auf den Bahngleisen, da wurde er nur hingebracht. Ach so. Nun haben wir gehört, dass Sie zusammen auf Motivsuche waren, und zwar vorgestern. Sie haben sich getrennt, jeder nahm sich eine Straßenseite vor, um einen Hinterhof zu finden. Ja, er sollte eine gewisse Atmosphäre haben. Öde und leblos. Ja, ja. Etwas später haben Sie dann die Produktionssekretärin angerufen. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie sagten zu ihr, Moment, vielleicht ich das wörtlich zusammen. Ich schreie Hurra, ich hab's gefunden, genau was wir suchen, ja? Ja, ja, also nein, das heißt... Also beim zweiten Hinsehen, da war ich mir gar nicht mehr so sicher, das richtige Motiv gefunden zu haben. Das habe ich aber später auch gesagt, dass das Motiv nicht brauchbar ist. Aber dann passierte doch etwas Merkwürdiges. Sie waren verschwunden. Den ganzen restlichen Tag über waren Sie verschwunden und auch die ganze Nacht. Und als Sie dann wieder auftauchten, da erklärten Sie, was haben Sie da erklärt? Ich hatte einen Kreislaufkollaps. Plötzlich rasende Kopfschmerzen, Schwindelgefühle. Ich bin dann noch gleich nach Hause gefahren. Sie wurden die ganze Zeit über angerufen. Ich habe im Schlafzimmer kein Telefon. Und außerdem habe ich ein Schlafmittel genommen. Was? Schlafmittel? Beim Kreislaufkollaps? Nicht ungefährlich. Naja, wie dem auch sei. Also, einen Tag später, das war gestern, da ging Ihr Kollege, Ihr Freund, der ging nun selber los, um das Motiv zu finden. Jetzt sagen Sie mir eins, was kann einem eigentlich bei einer Motivsuche passieren? Gar nichts, eigentlich gar nichts. Man bekommt manchmal Ärger wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks. Aber wenn man den Leuten sagt, was man sucht, dann zeigen sich die meisten eher interessieren. Aber Ihr Kollege ist erschossen worden. Warum? Haben Sie irgendeine Erklärung? Überhaupt keine. Wer ist da? Derrick, Mordkommission. Sie waren heute schon bei mir im Büro. Guten Abend. Ach ja, passen Sie auf, wenn ich Sie jetzt störe, dann verschwinde ich sofort wieder. Nein, hat es einen Grund, warum Sie mich aussuchen? Nein, ich nehme an, dass Sie jetzt hier bedrückt sind. Ich war der Tod Ihres Freundes und dann war es auch kein normaler Tod. Und das geht einem sicher nahe, nicht wahr? Mir geht es ja auch nahe. Ich habe ja schließlich den Mord aufzuklären und ich werde sehr oft mit Schicksalen konfrontiert, die eine ganz bestimmte Wirkung auf mich haben. Und sagen Sie, darf ich eigentlich überhaupt hier zu Ihnen hereinkommen? Das ist Oberinspektor Derrick von der Kriminalpolizei. Und das ist Fräulein Wege, eine Bekannte von mir. Guten Abend. Na, Fräulein Wege. Guten Abend. Sehen Sie, jetzt störe ich Sie doch. Oder kennt Fräulein Wege den Fall? Ja, ich habe ihr davon erzählt. Ach ja, haben Sie den Kollegen von Herrn Caro gekannt? Nein, den hat sie nicht gekannt. Ja, das ist eine sonderbare Geschichte, nicht wahr? Ja, ich finde das auch alles sehr rätselhaft. Aber ich muss jetzt gehen. Sie werden ja jetzt sicherlich miteinander reden wollen. Ja, wieso? Aber Sie stören mich. Bleiben Sie nur. Sie stören überhaupt nicht. Ich möchte aber gehen. Ja, ich hoffe doch nicht, dass ich Sie jetzt vertrieben habe. Nein, ich bin ja sowieso schon zu spät. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es ist eine reizende junge Dame, eine Bekannte von Ihnen, ja? Ja. Im Film oder beim Film tätig, sagt man nicht? Nein, sie ist technische Assistentin. Wo haben Sie sie kennengelernt? Weswegen sind Sie zu mir gekommen? Ich möchte von Ihnen die Wahrheit hören.
Seit mehr als 20 Jahren befrage ich Menschen und ich weiß ziemlich genau, mit was ich es da zu tun habe. Mit Ausflüchten, mit Lügen, mit der Wahrheit, ja. Auch manchmal mit der Wahrheit. Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Gut, dass Sie gekommen sind. Ich wollte morgen zu Ihnen. Einfach, weil ich nicht mehr weiter weiß. Das war also so. Vorgestern gingen Willi Laufen und ich auf Motivsuche. Ganz in der Nähe vom Ostbahnhof. Wir hatten uns getrennt. Jeder suchte für sich. Ich wusste sofort, ich hatte gefunden, was wir suchten. Für mich kam es jetzt darauf an, herauszufinden, wem das gehört. Wen man um eine Dreherlaubnis bitten kann. Nebenan war eine Art Büro. Auch hier sah es ziemlich leblos aus. So, als würde es nicht mehr gebraucht. Überall Staub. Ich rief dann gleich in der Produktion an. Sagte, ich hab's. Ein Wunder, ich habe genau das, was wir suchen. Ich ging dann in den Keller hinein. Und da hörte ich Stimmen. Also war doch jemand im Haus. Ich hatte mich ja nicht getäuscht. Da war jemand. Hallo, ist da jemand? Es war ganz still plötzlich. Ich gebe zu, dass ich Angst bekam. Aber nun war ich schon mal da. Der Mann, wie kommt der her? Das ist ein Freund von mir. Von meinem Vater, er gehört zur Familie. Lasst ihn, er weiß Bescheid. Wir haben gesagt, keiner kommt hier runter. Keiner. Wieso ist er hier? Sie halten sich nicht an die Abmachungen. Sie haben ja recht. Entschuldigung. Es tut mir leid. Bei ihm ist das kein Risiko. Nehmen Sie schon die Pistole weg. Warum bist du auch hier runtergekommen? Ich hab dich so gebeten. Von diesem Mann war niemals die Rede. Weiß vielleicht noch jemand davon? Ich schwöre, niemand. Wissen Sie, dass ich Sie beinahe erschossen hätte? Sag doch was! Es tut mir leid, es tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte. Gut, dass du gekommen bist. Und dieses Mädchen, das ich nie vorher im Leben gesehen habe, hat mir das Leben gerettet. Wir gingen dann zurück ins Atelier. Hätten die mich umgebracht? Wer sind Sie? Ich bin Architekt von einer Filmgesellschaft. Ich suche ein Motiv, ein Drehmotiv. Genauso wie dieses hier. Ich war so froh, dass ich es gefunden hatte. Sind Sie durchs Fenster eingestiegen? Ja. Ich wollte doch wissen, wem das hier gehört. Wegen der Dreherlaubnis. Haben Sie Fotos gemacht?
Natürlich. Geben Sie mir alle Fotos her. Falschgeld. Das war doch Falschgeld. Ich erkläre Ihnen das Spiel, jetzt steigen Sie ein. Warum machen Sie das? Wissen Sie, dass Sie mich in eine schreckliche Situation gebracht haben? Wir sind jetzt alle in Lebensgefahr. Sie, ich und auch mein Vater. Das verstehe ich nicht. Kommen Sie rein. Wollen Sie Ihre Jacke ausziehen? Mein Vater ist ein sehr guter Fotograf. Und natürlich auch ein guter Techniker, was photochemische Prozesse angeht. Es gibt Leute, die sagen, er ist ein Genie, andere sagen, ein Spinner. Nur eins konnte er nie, mit Geld umgehen. Wir haben unser Leben lang von der Hand in den Mund gelebt. Bis jetzt, als sich plötzlich Leute für das Talent meines Vaters zu interessieren begannen. Auch Fachleute auf ihrem Gebiet. Ich habe es gesehen. Falschgeld. Mein Vater ließ sich mit diesen Leuten ein. Überließ ihn in den Keller, half selbst mit, war ganz begeistert davon, dass er gebraucht wurde mit seinen künstlerischen Fähigkeiten. Er hatte plötzlich Geld und warf es nur so um sich. Ich fragte, woher hast du das Geld? Und da erzählte er es mir. Er war ganz stolz und gar nicht zu belehren. Ich sagte, wo du denn mitmachst? Das ist ein Verbrechen. Er lachte nur. Er sagte, Geld selber ist ein Verbrechen. Jetzt habe ich es. Und ich werde es nicht mehr hergeben. Oder willst du mich anzeigen? Willst du deinen eigenen Vater anzeigen? Willst du deinen eigenen Vater ins Gefängnis bringen? Das war vor 8 Tagen. Vor 3 Tagen lernte sie diese Leute selber kennen. Ihr Vater stellte sie ihnen vor. Das ist meine Tochter, eine kleine Angestellte, der es jetzt auch besser gehen wird. Sie ist mit von der Partie. Mit von der Partie? Sollte sie widersprechen, das konnte sie doch gar nicht. Sie begriff doch viel schneller als ihr Vater, dass das seinen Tod bedeuten würde. Seinen und ihren vielleicht auch. Begreifen Sie doch, ihr Vater ist nicht ganz normal. Er zog sie damit hinein. Sie wusste nicht, was sie machen sollte, wie diese Leute loswerden, wie ihrem Vater helfen. Deshalb spielte sie mit, weil sie nicht anders konnte. Und dann kam ich dazu, geriet damit hinein. Und sie, Carla Wege, hat mir das Leben gerettet mit ihrer blitzschnellen Reaktion. In ihrer Wohnung haben wir hin und her überlegt, was zu tun ist. Ich habe ihr gesagt, der einzige Weg ist, die Polizei zu verständigen. Sie aber hat mich gebeten, unternehmen Sie nichts, lassen Sie mir ein paar Tage Zeit. Denn sie hat Ihnen das Leben gerettet. Ja, ich habe ihr versprochen, ich sage nichts. Falschgeld, sagten Sie, ja? Ja, Dollarnoten. Dollarnoten? Also Dollarnoten zu fälschen, das ist ziemlich schwierig. Das kann man nicht in einem Münchner Keller machen. Wollen Sie einen Schein sehen? $100. Können Sie beurteilen, ob das eine gute Fälschung ist? Schlecht, ich sehe, dass es eine Fälschung ist. Das spielt doch keine Rolle mehr. Da ist nämlich ein Trick dabei.
Das Geld geht nach Brasilien. Die Leute dort tauschen ihre Cruzados gegen Dollars ein, so viel sie nur kriegen können, und behalten sie dann zu Hause. Leute, die keine Ahnung haben, wie wirkliche Dollars aussehen. Ach, so ist es. Darf ich mal telefonieren? Warten Sie einen Moment. Ich möchte Carla reinholen. Sie ist nicht gegangen. Sie wartet draußen. Sie hat mich gebeten. Sagen Sie es ihm. Alles durchsuchen hier. Auch das Ding hier auf Fingerabdruck. Er braucht dann laufen. Die Brüder haben natürlich keine Füße übrig. Wie ist die Adresse Ihres Vaters? Johann von Wertstraße 3. Steigen Sie ein, bitte. Wer ist da? Vater, mach doch mal auf! Ah, du bist es. Da kommst du mir gerade recht. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Kriminalpolizei. Ja und? Darf ich fragen, was Sie hier wollen? Ja, dürfen wir vielleicht erst einmal hereinkommen? Du hast mir doch tatsächlich die Polizei auf den Hals Herr gehetzt. Wege. Weswegen kommen Sie? Ich sage Ihnen gleich, ich leugne alles, ja, was man Ihnen erzählt hat. Lüge, alles, alles Lüge! Herr Wege, Ihre Tochter hat eine Aussage gemacht. Und das ist der Karau. Sein Augenzeuge dafür, dass im Keller Ihres Labors Falschgeld hergestellt wurde. Ja und, haben Sie in meinem Keller Falschgeld gefunden? Nein, nichts. Nehme ich an. Wenn da Aussagen gemacht wurden, ich leugne alles. Der Keller ist leer. Ja, natürlich ist er leer, weil er ausgeräumt wurde. Nachdem dort jemand erschossen wurde, war das kein guter Ort mehr. Wer wurde erschossen? Ich habe etwas von einem Unfall gehört. Ist jemand überfahren worden auf dem Bahngelände? Ist jemand gefunden worden? In meinem Keller wurde niemand erschossen. Warte, das hat keinen Sinn. Ich habe doch alles gesagt. Ich sage nichts. Von mir erfährt niemand etwas. Ich bin nicht verpflichtet, irgendetwas zu sagen. Fräulein. Lassen Sie mich bitte mal mit Ihrem Vater allein. Sie auch, Herr Karo. Herr Wege. Das ist einer von den gefälschten 100-Dollar-Noten. Das ist eine sehr gute Arbeit. Wenn man nicht so versiert ist, dann würde man die Fälschung gar nicht erkennen. Darf ich mal sehen? Eine gute Arbeit, sagen Sie? Sehen Sie nicht, dass das Papier schlecht ist?
Ich habe Ihnen gesagt, euer Papier ist schlecht, euer Papier ist eine Schande. Es ist die Arbeit, die Sie bewundern müssen. Aber das Papier ist abscheulich. Oh. Wissen Sie, die Leute sind zu mir gekommen und haben mir gesagt, ohne Sie schaffen wir es nicht. Das habe ich sehr gern gehört. Wer hört nicht gern von seinen Begabungen, die nicht jeder hat? Es ging mir in den letzten Jahren ziemlich schlecht. Und als Sie mir goldene Berge versprachen, da sagte ich, warum nicht? Und außerdem, ohne mich schaffen Sie es nicht. Ich habe mir ein falsches Bild gemacht. Von der Sache, von den Leuten und auch von mir selbst. Jeder Kenner wird sagen, das Papier ist schlecht. Ach ja, das Geld sollte nach Südamerika, ist doch richtig. Ja, es kommt jemand von drüben und holt die falschen Dollars ab und bringt dafür die echten. Natürlich nicht zu viel. 20%? Es kommt jemand rüber. Wissen Sie wer, wissen Sie wann? Nein, dafür habe ich mich doch nie interessiert. Ich habe gehört, in den nächsten Tagen. Wissen Sie, dass ich noch nie mit der Polizei zu tun hatte? Ja, das glaube ich Ihnen gar nicht. Es ist verboten, Falschgeld herzustellen. Aber es war eine Aufgabe. Eine interessante Aufgabe. Moment, Moment. Ich weiß, wo die drei gewohnt haben, eine kleine Pension. Die heißt Litau. An die Einsatzkräfte. Position eingenommen? Na, ist was? Zu leicht für Schulter. Lederhund. Womit kann ich dienen? Ah, Herr Kommissar. Womit kann ich dienen? Die Gästeliste, bitte. Gästeliste? Liste, Kartei, ist mir wurscht. Wer wohnt wo? Beeilen Sie sich, wir haben wenig Zeit. Schnell. Die Gästeliste ist hier. Wen suchen Sie denn? Heine Kieler Rausch. Los! Heine Kieler Rausch. Zimmer Nummer 7. Zimmer 7, ne? Susi, du bist Lebensgefahr. Willi, ja? Der verlässt mir nicht einen Augenblick. In Ordnung. Telefonieren Sie nicht. Na, erlauben Sie? Polizei.
Nein. Jetzt weiß ich, warum ich meinen Beruf so liebe. Es war ganz schön knapp. Knapp? Bist du verletzt? Nein, das nicht. Bavaria 3, haben Fluchtfahrzeug verloren. Ringfahndung läuft aber. Täter sind entkommen. Ringfahndung läuft. Wege, wer ist da? Herr Wege, hier ist Derrick. Ist Ihre Tochter noch da? Ist Caro noch da? Ja, die sind beide noch hier. Haben Sie Erfolg gehabt? Nein, sie sind uns leider entkommen. Jetzt hören Sie mir bitte zu. Sie sind jetzt möglicherweise in Lebensgefahr. Die drei wissen, dass Sie uns die Pension genannt haben. Also, verlassen Sie nicht die Wohnung. Gehen Sie nicht an die Tür, bleiben Sie in Ihren Zimmern. Ebenfalls Ihre Tochter und Karl. Ja, ich habe verstanden. Also noch einmal, niemand von Ihnen soll die Wohnung verlassen. Ja. Wir sollen im Haus bleiben. Sie haben die drei nicht verhaften können. Es tut mir so leid, Carlo. Niemand soll zur Tür gehen. Lassen Sie mich gehen. Ich aufmachen. Fragen Sie erst, wer da ist. Bleiben Sie hier. Wer ist da? Nein, der irrsinnige Schock. Sie waren es. Sie waren es. Der Anruf von Derrick hat uns das Leben gerettet. Jetzt weiß ich, dass ich alles falsch gemacht habe. Es sind Mörder und ich bin mitschuldig. Ich bin mit, bin ich jetzt nicht. Hören Sie. Herr Wege, Sie müssen uns jetzt helfen, ja? Ja. Passen Sie auf. Sie haben gesagt, es käme jemand aus Südamerika. Ja. Von wo? Von wo? Denken Sie nach, von wo? Aus Rio? Ja, aus Rio. Aus Rio? Wirklich aus Rio? Ich habe das nur so gesagt. Doch. Dann passen Sie auf. Wurde da ein Name genannt? Wurde der Mann beschrieben? Jüngerer Mann, älterer Mann? Weißer, farbiger? Ich weiß es nicht. Ich habe mich nie dafür interessiert. Aber es wird jemand erwartet, und zwar in den nächsten Tagen. Ja, das habe ich gehört, dass es bald wieder so weit ist. Dass der Mann kommt, der die falschen Dollars abholt und die richtigen bringt. Ja, da wird getauscht. Ein großer Koffer gegen einen kleinen. Wissen Sie, dass die Leute mit meiner Arbeit drüben sehr zufrieden sind? Man sollte mir das extra mitteilen von Leuten, die etwas davon verstehen. Ich glaube, der Mann kommt morgen. Martinez. Ist das der Name von dem Mann aus Rio? Martinez! Ich glaube, diesen Namen habe ich gehört. Das ist gut, das ist gut. Herr Wege, ich werde jetzt alles Weitere fallen lassen, ja? Danke. Inspektor Klein bleibt bei Ihnen. Ich bleibe auch hier, es kann nichts passieren. Gut. Gute Nacht. Ich will vom Fenster weg. Was war bloß los mit mir, dass ich einen solchen Fehler machen konnte?
Gehen Sie am besten schlafen, ne? Das war früher mein Kinderzimmer. Er hat alles so gelassen, wie es war. Ich weiß nicht, was sie von... Toben. Ich weiß nicht, was du von meinem Vater hältst. Er ist nicht ganz von dieser Welt. Aber er war immer voller Liebe. Er ist mit der Realität nicht zurechtgekommen. Immer zu viel Fantasie. Ich denke immer wieder daran, wie ich im Keller an die Wand gedrückt wurde und wie ich eine Pistole auf mich gerichtet sah und dann ihre, dann deine Stimme hörte. Und ich frage mich, was in dir vorgegangen ist, und zwar im Bruchteil einer Sekunde. Du hast mich doch nie vorher gesehen. Du kanntest mich gar nicht. Du wusstest gar nicht, wer ich war und wie ich in den Keller gekommen war. Wie kamst du dazu? Herr Möller, angekommen aus Düsseldorf, bitte zur Information. Abflug Turkish Airlines 890 nach Istanbul und Ankara, Flugsteig A7. Jetzt ist dieser Martin Ness doch tatsächlich gekommen. Ja. Lange, sag draußen Bescheid. Und keine vorschnellen Aktionen, ne? Er ist gekommen. Sagen Sie, was ist mit den dreien? Haben Sie die irgendwo gesehen? Und du, Carla? Nein, die sind hier nicht. Er kommt. Warum verhaften Sie nicht? Überlassen Sie das ruhig uns. Den brauchen wir noch als Lockvogel. So, und Sie gehen am besten zurück zum Wagen. Der ist es, der jetzt an der Information steht. Geht raus, sagt allen Bescheid. Wer nötig Verfolgung aufnehmen. Passenger Mr. Burton arrived from New York. Please proceed to the information desk. Er nimmt einen Mietwagen. Wissen die draußen Bescheid? Alle Wagen sind in Bereitschaft. Die drei Männer? Also unser Pärchen hat sie bis jetzt noch nicht entdeckt.
Harry, die Wagen sollen sich fertig machen. Und alle Wagen bereithalten. Harry, der fährt ins Parkhaus. Nein, Sie bleiben hier, bleiben Sie im Wagen. Der muss doch hier runtergekommen sein. Polizei, steigen Sie aus. Öffnen Sie den Kofferraum. Bitte. Oh nein! Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben! Bitte nicht schießen! Nichts machen! Sehr gut. Auf den Boden mit den Waffen. Runter damit! Bitte, machen Sie es. Meine raus. Jetzt sind Sie beide quitt, wie? Wir haben das LKA wegen Falschgeld nicht eingeschaltet. Ja, ja. Es gibt Ärger. Davon haben wir doch immer jede Menge.